Field Runners 2, wer hätte es gedacht? Nach knapp 4 Jahren kommt eines der ersten Tower Defense Spiele, wenn nicht überhaupt das erste Tower Defense Spiel vom iPhone, nochmal zurück aufs iPhone. Das hier ist die iPhone-Version, die iPad-Version ist natürlich in Mache, aber bislang beschränken wir uns auf den kleinen 3,5-Zoll-Bildschirm mit extrem liebevoller Grafik, mit kleinen Items, die toll aussehen. Da steckt irgendwie super viel Arbeit drin. Das kann man sehen, das kann man fühlen. Die Gegnerintelligenz hat stark zugenommen. Ich möchte ehrlich gesagt das Spiel nicht vergleichen mit anderen Tower Defense-Spielen. Das sind ja einfach irgendwie 2 Euro, die man so als Freund von einem Tower-Defense-Genre investieren sollte, weil es ein sehr, sehr guter Vertreter ist. Ich habe jetzt bislang nur so Stunde, 2 reingespielt, habe die ersten Level ausprobiert. Es gibt keinerlei In-App-Käufe, man ist also wirklich mit den 2 Euro erstmal dabei. Es gibt auch keinen Mehrspieler-Modus, dafür kann man aber die Soundeffekte, die ansonsten exzellent sind, runterdrehen und sich die eigenen Podcasts auf die Ohren hauen. Wer seine Zeit bei diesen unzähligen Angriffswellen irgendwie mit mehr Inhalt noch überbrücken möchte, ich kann das stark empfehlen. Ich kann ebenfalls stark empfehlen Field Runners 2 für das iPhone.